Mal weiter. Kommen wir jetzt unseren Schlagstoff wieder. Hallo, jetzt mal auf die 1, bitte. Alter! Das fand ich nicht gut. Alter, ich bin viel zu drösig gerade, um irgendwas zu spüren. Pick. Oh, jetzt finde ich die ganze Revolver-Munition für die andere Pistole. Toll. Ja, noch. Hä? Ganz ehrlich, was ist eigentlich mit unserer Mutter? Jetzt, wo ich das jetzt so gerade mal so mitbekomme, mit den ganzen Weibern und so. Hat die uns auch was angetan, dass wir hier jetzt diese Frauen haben? Oh. Da sollte ich vielleicht nochmal überlegen, ob ich die Taschenlampe mitziehe. Ach was, komm. Einfach nur YOLO. Na, da liegt doch ein Frosch im Wasser. Na, komm hoch. So. Oh, schön. Okay. So schöne Farben. Wow. Nein. Irgendwie sehe ich das nicht. Oh nein, ich muss tauchen. Ach, hier kann ich Luft holen. Ja, ist ja gut. Okay. So, weiter. Alter, wie verirre ich mich nicht? So? Alter, das macht sowas ist geil. Simon! Nein! Hoch da! Oh!
Komm, komm, komm. Oh. So, und weiter geht's. Jo. Sehr schön. Oh. Ich glaube, der Trick ist hierbei einfach, man darf sich nicht drehen, während man taucht. Gucken wir hier nochmal so um. Da geht's weiter, da geht's weiter. Gut. Dann schwimme ich als nächstes. Hier. Zack. Dadurch. Hey, moin. Alter, meinst du, glaubt ihr, wie aufgeschmissen wir wären? Hätte ich jetzt noch die Helligkeit so weit unten. Wir wären auch hier blind unter Wasser. Oh, und weiter. Nie lang schnacken, Kopper packen. Hallo? Ein Speichergerät. Okay. Hallo? Was? Also zum einen mal, was zum Thema, wo war denn der Schlüssel jetzt? Und, Kettensägen? Mann! Gar nicht geil. Ach da, tatsächlich. Ciao! Ciao! Ich bin weg! Hey! Simon? Und weiter geht's. Komm, schwimm, schwimm, schwimm. Sei ein braver Junge. Sei ein braver kleiner Krüppel. Sei ein braver kleiner Krüppel. Geht doch. Oh. Mit Sauerstoff tanken. Gut, und weiter geht's. Ich hab die Orientierung verloren. Jetzt kann ich weiter. Da lang. Oh. Und weiter geht's. Oh Mann.
Ich hab wieder Vogelgezwitscher. Hallo? Somebody here? Hallo? Achso. Eine schöne kleine Siedlung. Und Speichergerät. Muss ich wohl nur noch mein Zuhause finden. Drops the Schrott. Ich denke mal, er wird dann schon was schon sich melden, wenn ich vor seiner Haustür stehe. Wieso finden wir hier so viel Munition? Vom Auto überfahren. Spritze. Nein. Was? Freundliche Nachbarn. Dann kommen wir doch gerne mal zum Kaffee trinken vorbei. Hallo? Aua! Seht ihr? Panzer doch. Mann. Leute, vergesst nicht, ich habe nur noch die Hälfte meiner maximalen Lebensenergie gefühlt. Muss er nicht schießen. Ich bin äußerst schmerzempfindlich. Auch lecker. Ich würde aber lieber bei der Schrot und der Glock bleiben. Aber für die haben wir nicht so viel Munition. Ne? Ne, für die haben wir ja gar keine Munition. Also nehmen wir lieber die mit. Gucken da mal weiter. Hallo? Okay. Leg einen Hammer. Das ist die Nachbarstochter. Keine Ahnung. Kleine Sally. Keine Ahnung, bevor die mir dumm kommt. Das ist ein Präventivschlag. Blätscheimer. Das musste sein. Lieber ich sie als sie mich. Hier noch was? Was? Ah.
mal rausgehen, bitte? Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu hoppla hopp. Hier lag nichts mehr. Das wollte ich nur wissen. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir zu Hause, ne? Wir sind wohl. Okay. Alter, schrei mir nicht so an. Okay. Nein, bitte nicht. Alter, ich mag sowas nicht. Solche Geräusche. Alter! Hallo? Normalerweise einen Kopfschuss und die sind tot. Au! Sag mal, hackt das bei euch hier oder? Bin doch noch nicht zu Hause. Au! Hinten. Alter. Okay. Jetzt hätte ich natürlich die Dings mitnehmen können. Das MG. Die M16 da. Hey. Hallo? Grad nach? Auf durch die Häuser zu schießen. Hör auf, so stark zu sein. Die Nachbarn schon wieder. Ich finde das gut, dass der nur so eine begrenzte Schussreichweite hat. Moment, meine Maus. Noch irgendwelche freundlichen Nachbarn hier? Ah! Das ist der Automechaniker. Der krabbelt immer unter die Autos. Der braucht keinen Rollwagen dafür. Der macht das einfach so. Der ist halt gewohnt. Oh. Ja, ganz ehrlich, bei dieser Atmosphäre, da kann ich richtig schön locker sein. Aber man weiß ich schon, wo ich langkrabbeln muss. So, noch ein bisschen Muni. So, Feuerwehr. Kann ich sofort lesen. Irgendjemand hat mir ja gerade ins Ohr gestöhnt. Hallo? Ich bin der Neue.
Ah. Na gut. Licht? Ah. Hallo? Jemand zu Hause? Jemand zu Arge? Nö. Hallo? Jemand zu Arge? Nö, keiner da. Hier kommt doch bestimmt was. Okay. Jetzt bin ich gerade überrascht. Dass hier nichts ist. Hm. Ich hätte schwören können, dass da jetzt jemand angehompelt kommt. Finally home. I hope Mom's okay. Nee. Was ist also unser Zuhause? Weil er hat da nämlich gerade von selber hingeguckt da. Hat gar nichts gemacht. Er hat nochmal die Kamera dahin gezogen. Und ich habe eigentlich versucht gegenzulenken quasi. Oder schon im Fenster gucken. Okay. Dann wollen wir mal. Mom? Mom? Where are you? Mom? Mom? Ja, hier leben wir wohl. Alles andere, also die Küche. Ja. Okay. Das sieht alles so ordentlich und sauber aus. So. Und überhaupt nicht. Hm? Alter. Wow. Die Steuerung ist richtig hart, Assi.
Alter. Jetzt müssen wir quasi gegen uns kämpfen. Alter, wie hält denn dieser Kasper aus? Okay. Ich weiß gar nicht, ob er bei jedem Treffer überhaupt Leben verliert. Also, wie soll man das denn machen? Hallo? Alter, das ist jetzt gerade ein bisschen sehr krass. So, wo kommt er jetzt? Links oder rechts? Was? Alter, wie soll ich das denn schaffen? Wow. Kratz, kratz. Da weiß ich echt gerade nicht. Ich kann echt nicht so schnell schießen, wie ich drücke. Und was mich persönlich auch interessieren würde, kann ich. Da hätte ich zum Beispiel schon schießen müssen wahrscheinlich.
Ich glaube, ich darf einfach nicht auf den Kopf zielen. Ich muss einfach draufhalten. Hallo? Hallo? Schon mal von barrierefreiem Bauen gehört? Oh man. Ist auf jeden Fall krass. Jetzt schießt er nicht gleich mit der MP. Alter. So, dann spawnt er gleich vor uns. Und wir müssen rückwärts abhauen. So, stell ich mal gerade hin, Junge. Das andere gerade. Genau. Halt. Geschafft. I stopped myself from doing it. From committing suicide. But it didn't only leave me alive. It also left two police officers dead. I killed them. Shot them both. This was not supposed to happen. Doctors testified that I was having a psychosis. Which means that my punishment won't be too hard for me to bear. I have to spend the rest of my life in a mental hospital where nurses and doctors are taking care of me. They let me finish my book, and it has helped me a lot. I wrote a happy ending, just for myself. I feel better now. I am more at peace with myself, even though I'm still stuck in this wheelchair. But I accept that now. I can never forgive myself for shooting those two officers, though. But I have so many supportive people around me now, so I think I will be okay. Dr. Purnell is mentoring me and is watching my progress. I am lucky to have him. Sophie visits me every once in a while. When the doctors let her, that is. They still think her visits are too destabilizing for me and that it hinders my progress. I keep on telling her how sorry I am for making her life miserable every time she's here. She just laughs a bit and tells me to stop being so silly. But I can see the damage I've done to her in her eyes every time she looks at me. She found a new friend. One who is there for her and treats her right. I'm happy for her. Though I'll miss the good moments we've had, knowing that they'll never come back. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. The end. Wow. Ei.
Hat er tatsächlich noch an dem Buch irgendwie scheinbar zu Hause geschrieben? Und aus irgendeinem unempfindlichen Grund zwei Polizisten erschossen? Er hat zwar erfolgreich geschafft, seinen inneren Schweinehund, der meinte, sein Leben zu beenden, also um sich selber das Leben zu nehmen, zu überwinden. Das haben wir ja jetzt praktisch gemacht. Doch war das denn praktisch so ein psychischer Knacks, dass er die Polizisten wohl, dass er das falsch wahrgenommen hat. So kann ich mir das vorstellen irgendwie, dass er das, dass die halt gerade reinkam oder irgendwie so, weil und er in dem Augenblick aber mit seinem inneren Dämon gekämpft hat und dann abgedrückt hat und die beiden halt erschossen hat. Boah. Dann ist er eingewiesen worden, hat sich von dem Doc helfen lassen, die haben ihn halt betreut und ja, da konnte er sein Buch zu Ende schreiben und auch seine Freundin da, die Sophie, hat ihn Tag für Tag besucht oder immer wieder besucht. Hat allerdings einen neuen Freund gefunden, der sich halt richtig um sie kümmern kann und naja. Wow. Und quasi ist jetzt das, was wir gespielt haben, ist sie für ihn nicht mehr erreichbar gewesen und deswegen praktisch gestorben. Oder irgendwie, boah. Ich muss sagen, zum Ende hin wurde es jetzt doch sehr ruhig. Zum Glück. Ich habe erst gedacht, bei der Tauchpassage, das wird jetzt ein richtiger Fu-Run. Aber es ging. Dann durch die Tageszone da, alles schick. Aber das hat so krass angefangen. Ich habe so gedacht, ja gut, du hast das Spiel schon mal gesehen, kannst du ja auch machen. Ne, hast zwar keinerlei Erinnerung mehr, was da so alles abging, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich das halt selber gespielt hatte noch. Halt bis halt das Handy nachher tot war. Da konnte ich noch so grob alles zusammenkratzen. Also spielt es einfach mal durch. Jo. Hey, ein D-Rang. Yay. Schüsse abgefeuert. 866. Getroffen. 539. Und verfehlt. 327. Was? Ja. Hey, ich habe mich nur 21 Mal geheilt. Und 68 Mal gespeichert. Gibt's denn Waffen gefunden? Overall taking damage? Ja. Ein paar Mal. Strecke zu Fuß zurückgelegt. 37 Kilometer. Allgemein nur 7 Stunden? Okay. Ja, 67 Gegner im Nahkampf getötet. 187 im Fernkampf. Ja gut. Schwierigkeitsgrad easy. Und das Ende, was wir gesehen haben, war das vierte Ende. Ja. Hey!
neuen Hoodie freigeschaltet. ModDB. Noch ein. Afraid of Monster Suit. Aha. Six Simon Suit. Commentaries. Secret Packet. Nightmare Mode. Book Page 1. Book Page 4. Doctor Mode. Okay. Doctor Story. Ah ja, wer weiß, ne? Naja, auf jeden Fall, ich mache jetzt Feierabend. Die Uhr ist Punkt 1. Ich bin zufrieden. Ich habe das Spiel durch. Aber zwischendrin, oh, ich habe echt Blut und Wasser geschwitzt. Und mein Puls war nicht gerade im Ruhemodus. Oh, aber wir haben es durch. Und ich werde mal sehen, was ich als nächstes an Let's Play laufen lasse. Ich freue mich. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall. Es war eine ganz neue Erfahrung. Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Gute Nacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bye.